So, erstmal was zu futtern hier noch aus der Kiste holen. Aber was nehme ich denn mit vor Schreck? Haben wir nichts Brauchbares mehr zu essen oder was? Das ist ja schon oben, wa? Das ist alles in der Küche. Hallo. Inste Küche! Jetzt muss ich aber mal Können wir jetzt mal einen kurz. flotten Schuh machen? Mache ich? Den Airdrop haben. Ja, Moment. Verdammt. Oh Mann, irgendwas haut hier nicht hin. So. Ja, irgendwie habe ich gerade voll ein FPS-Problem. Ja, Sehe weil ich du wieder gerade. alles auf falsch eingestellt hast. Ich habe alles auf falsch eingestellt. Das ist schön. Huch, jetzt hau ich auch noch gegen den Schrank. Es ist der Ey, sag Wahnsinn. mal, Fräulein, du Ja, ja, ziehst gleich ja. aus hier, Ja, sag mal, ja, ja, ey. mache ich. Anni hat eine Delle in den Schrank gehauen. Habe Guckt ich. euch das an. Sorry. Ja, nix, sorry hier. Ich muss ja meine Einstellung jetzt erstmal richtig machen. Warte mal. Oh nee, irgendwas. Hey, geh doch mal weg da. Du stehst gerade ein bisschen im Weg. So, ich muss erstmal die Sachen hier wieder wegpacken. Warum hast du Nämlich, denn alles das war rausgenommen? keine Absicht. Boah, ey, sag mal, Ja, ey, wir 2 Tage müssen. nicht gespielt Ja, zwei und du hast Tage, das ist hier, schon du ein kannst bisschen hier länger nicht mehr, her. ey. So, also, wir müssen los, aber das Problem ist, ich habe halt ein echtes FPS-Problem gerade. Vielleicht tingelst du erstmal alleine los und ich muss das hier erstmal in den Griff Dann tingle kriegen. ich alleine los und Ja, du ich machst kann es ja das. nicht ändern hier. Ich muss ja mal gucken, warum bei mir das alles hier gerade so ruckelt. Das soll so nicht sein. Na, weil du nicht alles eingestellt hast, richtig. Ja, Reflections brauchst du nicht auf Ultra. Sagste! Brauch kein Mensch. Ich brauche die voll. So. Naja, Hauptsache bei euch ist alles in Ordnung. Hallöchen, Lars und Envolt und der Matthias ist auch am Start. Shazadi ist auch da. Was? Anni allein zu Hause? Auf jeden Fall. Hier keine Holz mit. Oh, ich hab noch die Dinger hier reparieren. Naja, ich gehe jetzt mal den Airdrop holen Mach da. das mal. Dumm, die dumm, die dumm. Na, es wird nicht Und wenn besser. ich wiederkomme und die Bude ist umgeräumt dann oder irgendwas zerstört, dann kannst du gleich, Da gibt's dann Ärger. kannst du gleich Koffer packen und Dann rausziehen. gibt's Ärger. Gar kein Problem. Kann ich damit leben. Glaube mir, kann ich. Ich habe aber gerade eine doofe Vermutung. Was vermutet's denn? Ich vermute. Nee, vermute ich nicht. Keine Ahnung, was hier das blöde Problem ist. Ja, was vermutet Ich es dachte denn? irgendwie, ich hätte irgendwie 7 Days nochmal neu auf die falsche Festplatte installiert, aber habe ich ja gar Nee, das nicht. macht keinen Unterschied. Nee, irgendwie ist es komisch. Ja, bei mir ruckelt mein Spiel gerade, während die Aufnahme läuft. Das ist ein bisschen blöd. Wir Und die. gucken gleich nochmal nach den Einstellungen. Ja. Geht ja super los hier, ne? Geht super los. Und Hallöchen, die Körchen. Aska, du hast wieder richtiges Internet. Das ist gut. Das ist wichtig. Ja, das Überleben ist wichtig. Ja, ohne Gerade in gutes Internet. Zombie-Apokalypse. Das muss nicht sein. Ach so, ich muss auch endlich mal was essen. Haut es jetzt hin? Nee. Ja, ich beende mal kurz meine Aufnahme. Dann sieht man halt nur deine Sicht. Das ist dann halt einfach mal so. Ich kann es jetzt halt nicht ändern, aber bevor ich jetzt hier sonst was umstellen muss, das ist halt blöd. Es liegt halt echt nur daran, dass die Aufnahme läuft. Ansonsten habe ich hier eigentlich super flüssiges Spiel. Ist Jawohl. ein bisschen komisch. Was denn? Was? Nichts, nichts, gar nichts. Was denn? Nichts. Oh, ich will wissen, was da so toll war. Atzi. Nichts. Alles für mich. Hat Mario was Tolles gefunden? Ich hab's ja nicht gesehen. Wie gemein. Mensch, Sabrina ist auch da. Eigentlich müsstest du Und wissen, was wir Lord schon seit Peter und Ewigkeiten suchen. Thomas. Und was müsste ich wissen? Eigentlich müsstest du wissen, was wir seit Ewigkeiten suchen. Wir suchen ein Minibike. Nee, das. Beziehungsweise das Rezept dafür. Ja. Oh, das war da drin. Wie geil. Das ist ja richtig cool. Daraufhin muss ich erstmal einen Schluck Kaffee nehmen. Und Sabrina, schon eingelebt. Wieder in Berlin. Sabrina lebt wahrscheinlich noch zwischen Umzugskisten. Wahrscheinlich. Und auf einer aufblasbaren Matratze oder so. Und Hallöchen, Fabian Boy. Na hey, wer bist du denn? Komm her, wir spielen mal eine Runde. So. Huch. Was denn? Direkt umgeschlagen, den Typen. Also ganz spontan. Ja, der ist direkt in die Keule gerannt. Ich weiß auch nicht Das warum. passiert halt mal, ne? Das kommt einfach mal vor.
Ich muss mal das Wasser hier wieder wegpacken. Oh, scheiße, ich habe Dünnschiss, weil ich gerade... Warum? Ach, nee. Oh, ich habe was Falsches getrunken. Also mit dir, also... Ne? Heute ist mein erster Tag in Seven Days to Die, möchte ich mal sagen. Ja, auch wenn ihr mich schon in anderen Folgen gesehen habt, ignoriert das. Dann kannst du gleich einen Golden Roti näher kippen. Ja, mache ich. Oh, super, ey. Ich kacke hier gerade die ganze Bude voll. Ey, gefühlt. Alter, wisch die Scheiße weg. Im wahrsten Sinne. Jetzt komme ich hier wieder nicht weg. Das ist ja nicht zum Aushalten, ey. Anni kackt in die Bude. Ja. Was ist denn hier mit dir los, sag mal, ey? Ich weiß nicht. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Ach, man braucht sag mal, ja. Nee, es kann jetzt nicht sein, wenn man hier durch... Ruhig. Ja, ich bin ruhig. Ich sag ja gar nichts. Oh, da hab ich hier einen Arm abgeschlagen. Uschi. Ah, nee. Alles gut. Ja, was kann sein? Nee, hat sich erledigt. Ich war gerade irgendwie... Oh, ich hatte das Gefühl, dass ich auf einmal die Leiter nicht hoch kann. Ja, das Gefühl habe ich ständig bei dir, dass du leider nicht hochkommst. Ja. Oh, Alter, jetzt hat er aber einen Haken geschlagen, die Sau. Weißt du Bescheid? So, super. Golden Rotti, irgendwo gab's die Getränke hier. Ach. So, ein bisschen Wasser. Was kommt da rein? Boah, ich muss mich erstmal wieder hier zurechtfinden. Es ist wirklich lange her, muss ich einfach sagen. Ich kann auch schon nicht mehr erzählen hier. Ach, Alter, ey. Bin so aufgeregt heute. Ich habe Norovirus wahrscheinlich wirklich hier, ne? Komm, dann gibt's halt wieder ordentlich am Keule ins Gesicht. Abkoten. I. Endlich Dünger, sagt Peter. Das muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein. So, erstmal jetzt hier. So, der Durchfall ist wieder weg. Besser ist. Das geht ja so nicht. Ich muss jetzt hier nicht die ganze Zeit irgendwie was verlieren. Dann essen wir nochmal kurz hier so eine Chicken-Aktion. Hunde vor der Kanne weg. Ja, wie war denn eure Woche bisher? Es ist ja schon Mittwoch und ja, wahrscheinlich haben diejenigen unter euch, die jetzt noch ein paar Tage frei hatten nach Neujahr, diese Woche dann bestimmt auch wieder anfangen müssen. Habt ihr denn alles gut überstanden? So, wollen wir mal gucken, wo unsere Ramschkiste war? Ich glaube, die hier direkt. Hier. Ich ramsch mal kurz was rein. Ramsch mal was rein? Ich guck mal kurz rein. Ich kann mal lesen hier. So, dann gehe ich mir mal die restlichen Zombies plündern. Wir waren nämlich eigentlich gerade am Küche einrichten und dann. Stimmt, beim letzten Mal. Ja. Oh, dann nehme ich das mal mit. Und hier liegt auch schon so ein bisschen Kaki in der Kiste. Ja, übrigens, ne, hier, du kannst dich mal um deine Blumen mitkümmern, da ist gar nichts. Ja, ja, das muss ich noch machen. Ich wollte auch den neuen Dünger noch mitnehmen. Wenn hier irgendwo noch Dünger ist. Da ist Dünger. Sehr schön. Boah, ich habe gerade gelesen, du hast einen neuen Roller bekommen, oder? Du hast einen neuen Router bekommen, Asgar. Roller wäre auch gut. Der gute Roller. Matthias, ich hoffe, du hast nicht wirklich Magen-Darm-Grippe. Ansonsten gute Besserung, weil das macht ja echt überhaupt gar keinen Spaß. Das sowas, da kann man echt drauf verzichten. So, die Zombies sind auch gleich noch auseinander hier. Moment, warte mal, doch ein Messer. Das gute Messer. Das gute Messer. Das kommt da rein. Ach komm, ich lasse es jetzt alles erstmal hier. Chrysanthemum Seed. Oh, stimmt, ey. Ich wollte das alles beim letzten Mal einpflanzen. Also du hast gesagt, da ist wirklich gar nichts mehr am Beet, oder was? Na, Kartoffeln sind noch und Kaffee hast du, glaube ich, angepflanzt. Das war's. Aber mehr auch nicht. Okay. Dann nehmen wir hier mal das Korn mit. Dann gehe ich jetzt mal runter. Guck, was da los ist. Und Sabrina ist am Sterben ohne Internet. Kann ich gut nachvollziehen? Ja, auf jeden Fall. Also ohne Internet, das macht einfach wenig Spaß. Das geht ein paar Tage gut, solange kann man das ja noch fast als Erholungsurlaub bezeichnen, aber danach ist es einfach nur noch nervig. Und ja, Handy-Internet ist ja immer so ein bisschen was Doofes, ne? Das ist einfach nicht das Gleiche. So, schon mal die ganzen Leichen hier wegsortiert. Ja. Die rumlagen. Fehlt ein Spike, ist aber nicht so ganz dramatisch wichtig. Ah, hier ist noch eine Leiche. Hallo. Hallo, Zombie. In Mathe eine 5, Lars.
Was habt ihr denn gerade in Mathe? Das ist ja keine so schöne Note. Aber in Latein eine 2 und in Geschichte eine 1. Aber in Mathe eine 5? Ist schade. So. Jetzt brauchen wir ja so viel Holz, um die Dinger zu reparieren, ne? Ja. Das brauchen wir. Oh Mist, ey. Wir müssen ja wieder ein neues Aloe Vera anpflanzen. Ja, du musst alles anpflanzen. Ich muss alles anpflanzen. Alles. Erstmal hier so ein bisschen Korn. So, ich hau mal kurz alles raus. Der gute Mais. Was ich gerade nicht brauche. Das raus. So. Und dann schnappe ich mir mal ein bisschen Holz und hau mal draußen ein bisschen was ruf, ne? Mach mal. Mit der Nagelpistole. Das geht ja mit der Nagelpistole Gott sei Dank sehr, sehr schnell, das zu reparieren hier. So, bam, 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 bam. Ja. So. Sandra, wieso kriegst du keinen frei? Kein frei bekommen ist ja schon immer nicht so nett. So. Ihr habt gerade Pi und du verstehst Pi nicht. Was macht ihr denn mit Pi? Müsst ihr Pi ausrechnen? Müsst ihr Pi irgendwo einsetzen? Ich weiß gar nicht mehr, was macht man denn alles mit Pi? Ich war auch nie in der Schule. Ich war auch nie in der Schule. Nö. Nö. 3,14 hast du nicht gesehen. Ich weiß nicht mehr, welche Rechnung man mit Pi durchführt. Erzähl mal. Mario guckt so, als ob er es wüsste. Schon mal Kreise berechnet? Ja, Kreise ist klar. Aber was macht man damit noch? Ja, ich glaube, so eine andere Sache machen. Was kann man denn damit noch machen, außer Kreise berechnen? Ich glaube, Peter kann es dir gleich erklären. Pass auf. Kreise berechnen und so ein Blödsinn. Ja, aber... Ne, nur... Ach. So. Deswegen schimpft es sich ja auch die Kreiszahl Pi. Korrekt? Heißt das nicht so? Ey, ich habe keine Ahnung. Ich berechne keine Kreise mehr. Ich war nie in der Schule. Ich war nie in der Schule, aber Mario sagt das auch nur so, weil Mario selbst gar keine Antworten kennt. Ich weiß die Antwort auf alles. Mario weiß die 42. Antwort auf alles. 42. Genau, Mario tut immer so allwissend. Dabei weiß er das auch nicht. Und will seine allwissend. Und dann tut er immer so, als ob er alles weiß. Und dabei weiß er genauso wenig. Ich weiß alles. Ich habe wirklich null Ahnung. 42. Ja, 3,14. Genau, mit Pi kannst du alles rund um den Kreis machen. Ja, das ist... Aber was will ich denn damit... Also, ja... Aber ich weiß nicht mehr, was da so ein Beispiel wäre. Also die Frage ist ja, also das ist jetzt nicht so, dass es mit dem Kreis nicht verständlich alles, was wäre, rund ist eben. Aber die Frage ist eher, was ist daran nicht zu verstehen? Oder warum hat man da ein Problem damit? Das erschließt sich mir gerade so nicht. Weil das zählt ja noch zu den, naja, ich sag mal so einfacheren Berechnungen. Hallo, wer ist denn hier gestorben? Bist du das? Wo denn? Bist du nicht? Was? Nein, ich lebe. Du Hallo? Na, so hänge ich da jetzt aber nicht rum. Ich bin ja gerade dreimal rumgerannt und da war die noch nicht da. Und ich habe auch niemanden schreien hören. Hm. So, immer erstmal hier noch so ein bisschen was. Warum geht denn das nicht? Erstmal Ausbesserungsarbeiten. Ey, weißt du, kurze Zeit mal im Urlaub gewesen und dann gleich sowas. Fehlt ja wieder die Hälfte. Drecks. Alles, was rund ist eben, das finde ich gut gesagt. Wir berechnen jetzt 5000 Kreise. Flächeninhalte, Umfang und so weiter. Ja, das ist schon klar, aber ich habe, wie gesagt, ich verstehe gerade noch nicht, wo das Problem liegt. Oder warum man da ein Problem hat überhaupt mit der Berechnung. Das ist doch noch wirklich sehr einfach. Wenn ich so an spätere Mathe-Stunden denke... Ich habe eher die späteren Stunden im Kopf als alles andere. Da wünscht man sich doch tatsächlich sowas Einfaches wieder zurück. So, alles klar. Jetzt habe ich erstmal draußen alles ausgebessert. Anni rennt hoffentlich nicht rein. Wo ist der Clemens eigentlich? Das ist eine gute Frage. Wo ist der Clemens, wenn man ihn braucht? Der Clemens, der weiß nichts. Aber der Clemens studiert doch Mathe. Ja, der weiß das doch. Ja, das hat ja nichts zu sagen, weil er Mathe studiert.
das ist trotzdem Clemens. Hallo. So. Dann kann ich gleich mal Hallöchen, Nick. Den ganzen Quark hier wieder rumsortieren, den ich hier einfach reingeworfen habe. Dürft ihr das Tafelwerk nicht nehmen, Lars? Das ist ja eigentlich so Standardausrüstung. Also eigentlich, du darfst das Tafelwerk normalerweise auch in irgendwelchen Klassenarbeiten nutzen. Also es war bei uns ja auch so. Du darfst ja halt nur keine extra Notizen machen, aber eigentlich... Bin mir nicht sicher, was Anni hier einsortiert hat. Das sieht nämlich total komisch aus. Ganz komisch sieht das aus. Ganz komisch. Ich pflanze hier extra viel Mais an. Hey, sag ich ja, ne? Also das Tafelwerk dafür. Denn Formeln auswendig können, also vielleicht ein paar, aber nicht alle. Und dann kannst du doch danach schlagen, wie du dann die Flächeninhalte und Umfänge berechnest. Wobei ich mir aber daran erinnern kann, dass wir damals in der Schule auch teilweise tatsächlich Sachen ohne Tafelwerk berechnen mussten, einfach testweise. Ob es jetzt Sinn macht oder nicht, ist erstmal eine andere Sache, aber... Ist generell davon bei euch nichts Zusätzliches nutzen, außer ein leeres Blatt. Klasse, das ist ja ärgerlich. Was? Das für Matheunterricht? Also, wie gesagt, wir dürften damals auch unser Tafelwerk nehmen. Ja, das gehört ja dazu eigentlich. Eben. So, Sand haben wir auch schon wieder nicht mehr so viel. Aber ansonsten... Wollte ich eigentlich mal hier die restlichen Seeds irgendwo hinschmeißen. Ich pack die mal oben irgendwo rein. Mhm. Tatsächlich erst 4000 Dingens hier gefunden. Also so Dupe Coins. Ist ja nicht so dolle, ne? Ja, da müssen wir noch ein bisschen was anderes zusammenkratzen. Erstmal das Essen reinpacken. So, das alles drin. Boah, Alter, so eine Yucca wollte ich noch reinpacken und... Aloe muss ich dann auch noch. Ich gehe nochmal runter. Pi, der Durchmesser für... Achso, Pi mal Durchmesser für den Flächeninhalt? Was? So. Mehr braucht man nicht wissen. Den Rest kann man sich herleiten. In der Theorie kann man das, ja. Das stimmt. Ich fand Wahrscheinlichkeitsrechnung damals immer ganz cool. Mit den Wahrscheinlichkeitsbäumen. Trotzdem, ich könnte, glaube ich, nichts mehr. Ehrlich. Das müsste ich mir erst alles nochmal anschauen. Man wendet es einfach nicht an. Machst du den Hohecker, ja? Ich mach den Hohecker, ich bin raus. Ich bin raus. Nee, da bin ich wirklich raus. Das ist einfach so. Man wendet es einfach nicht an, wenn man nicht in dem Bereich arbeitet. Das ist einfach so. Ich meine, ich habe auch mit Zahlen zu tun, aber das sind dann halt eher Marketing-Kennzahlen. Die sind nicht ansatzweise so nervig wie bestimmte Zahlen damals im Mathematikunterricht, wenn ich das mal sagen darf. Oder bestimmte Funktionen. Das sind nämlich Sachen, die wenigstens Spaß machen. So, Mann, Mann, Mann. Hier ist schon wieder eine totale... Unordnung. Unordnung. Die gute Unordnung. So. Erstmal noch ein paar Aloe Vera-Seeds. Da merkt man echt, dass man hier so eine Weile nicht gespielt hat, wenn erstmal alles wieder auf Vordermann bringen hier. Was, ich habe Zeit bis Freitag? Um mir das Ganze wieder anzugucken, oder was? Nee, lass mal. Ich habe, glaube ich, irgendwo noch meinen alten Mathehefter. Den habe ich mir im Abitur angelegt. Das war so ein extra Hefter. Das war jetzt nicht der Hefter, der dem Schulmaterial entsprach, sondern das war nochmal so ein extra angelegter Hefter, auch mit ganz vielen Formeln, noch Beispielen für Integralrechnungen, irgendwie Ableitungen, irgendwelche Kurvendiskussionen. Hast du nicht gesehen? Ja, und damit man da im Abi noch nachschlagen konnte. Ich glaube, das habe ich noch irgendwo. Das war auch echt hilfreich. Boah, Alter, was hast du denn letztens sortiert hier? Sag mal, hier ist ja gar nichts sortiert. Ich war noch gar nicht fertig letztens. Ich merke das schon. Wo sind denn unsere Dings hier? Hier, da. In einer Kiste oben auf den Geldsack klicken, dann sortiert man alles. Was?
auf den Geldsack klicken und dann sortiert man alles. Ja, aber ich habe ja meine eigene Ordnung zum Sortieren. Ja, aber das kann trotzdem hilfreich sein. Ja, dann kommt sowas raus, was du dann hier machst. Na, was mache ich denn? Ja, nüscht. Hm? Schon klar. Schon klar. So, die Potatoes sind noch nicht fertig hier. Umfang war Pi mal Durchmesser. Jetzt könnt ihr einfach mal alle voll den Dicken raushängen lassen. So. Jetzt haben wir das in ganzen Sinne schon mal sortiert. Das ist nämlich wichtig. Nee, mal gucken. Erstmal hier wieder Chrysanthemen sammeln. Wobei wir danach auch gar nicht mehr so viele brauchen. Wir haben dann schon so viele. Ach nee, hä? Warte mal, Quatsch, das sind Kaffeebohnen. Ich dachte, ich hätte hier Chrysanthemen angebaut. Der Peter hatte sich ja beschwert, dass hier die Dinger da oben falsch sind. Oder anders komisch aussehen. Aber ich muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, es gab gar keinen Dings andersrum. Huch. Fleck natürlich. Huch. Blackstone. So. Vergiss deinen Kaffee nicht. Ja, also deinen richtigen. Hier gibt's nichts, was man andersrum rinsetzen kann. Ach, Laurie, du kannst es ja auch einfach mal kurz beschreiben. Ich kann damit ja dann am Ende sonst eh nichts anfangen. So, hier oben kommt das Schlafzimmer ruf. Das gute Schlafzimmer. Dann müssen wir mal ein vernünftiges Bett bauen, nicht so eine Rotze da, was wir da haben. So ein schön, meinst du? Mhm. So, Yucca-Fruit, die pflanzen wir auch gleich nochmal. Oh, Pombeeren, nee, brauche ich gerade aktuell nicht. Nee, also normalerweise esse ich sehr, sehr gerne Pombeeren, wir hatten gerade noch zu Abend gegessen. Oh ja, lecker Bauerntopf. Ein riesen Topf voll Bauerntopf war noch die Hälfte übrig quasi und da haben wir so jetzt noch sowas wegschnabuliert. Oh ja, bin auch gut satt. Sehr satt gerade. Ich hatte davor aber auch noch ein Stück Käsekuchen mit Kirschen. Der war auch sehr lecker. Der trägt aber natürlich deutlich dazu bei, dass ich echt voll bin. Also von den Flagstones gibt es auf jeden Fall keine Variante für da oben. Andersrum. Wie man gerade gesehen hat. Was? Nächster Mittwochstream wird eine Mathe-Stunde. Nix mit Gaming, sondern 2 Stunden Clemens am Whiteboard. Das fände ich ja sogar unterhaltsam. Da kann Clemens hier mal den Nachhilfelehrer raushängen Clemens lassen. Und dann Dozent. Können wir nämlich noch was lernen. Dann kann mir Clemens auch alles über Pi erzählen. Und der Lars hört dann auch zu. Da fällt mir gerade eine Anekdote ein zu Anni. Zu mir? Oh nee. Warum? Oh nein, es reitet mich bestimmt jetzt voll in den Boden. Ja. Oh Gott. Was habe ich denn getan? Erinnerst du dich noch an unsere Diskussion damals in Spandau? Als du da meintest, du hast jetzt endlich verstanden, was Pi mal Daumen bedeutet. Ja, ich... Ach Mann. Ach Mann. Ja, ich erinnere mich. Darf es aber gerne noch weiter ausführen, damit die Zuschauer auch noch was davon haben. Ja, nee. Aber das war jetzt schon alles. Das war eigentlich schon alles. Anni hatte dann irgendwann mal so irgendwann mal erwähnt halt, dass er dann endlich verstanden hat, was Pi mal Daumen bedeutet, weil sie immer damit nichts anfangen konnte. Ja, weil ich dieses Pi nicht gleichgesetzt habe mit der Zahl Pi. Ja? Und dieses Mal Daumen, also ich habe halt nie das Ganze als Formel betrachtet. Pi mal Daumen, ja? Das ist... Und auf einmal traf mich auf dem Bahnhof die Erkenntnis und ich meinte, boah, weißt du was? Ja, das ist gleich in doppelter Hinsicht, weil Pi kann sich auch kein Schwein merken bis zur 500. Stelle oder so. Ist auch nur geschätzt. 3,14, aber das reicht halt nicht. Nee, das reicht so nicht. So. Ich wollte eigentlich noch die Yucca-Seeds oben... Ich komme schon wieder nicht hoch, ey. Warten. Ich wäre zu dick für die Leiter hier. Ja. Ich guck mir das mal nochmal an. Ja. Guck mal, ich baue dir extra ein Frame. Sehr freundlich. Wirklich freundlich hier. So, weg mit dem Yucca-Kram. Es gibt nichts weiter, was Pi... Doch! Sag mal, gibt's nicht noch... Also ich will mich jetzt nicht vertun, aber es gibt auch noch ein Pokémon, was Pi heißt. Aber nein, daran habe ich damit... Ich glaube, es gibt tatsächlich mit 2i, aber... Hieß nicht dieses Baby von... Also... Pipi Pixie und ich, da gab es ja noch so eine Vorstufe, hieß sie nicht Pi? Mit 2i? Bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall, Mann, ich weiß nicht, ich habe halt nie drüber nachgedacht. Ich benutze auch dieses Pima-Daumen überhaupt nicht. Und außerdem, es ging mir, glaube ich, eher um dieses, dass es wie eine Formel zu verstehen ist. Pi mal, ja, mathematisches Multiplikationszeichen.
Daumen. Und das Ganze ist dann von meinem geistigen Auge wie eine Formel aufgeploppt. Und dann dachte ich, oh, jetzt die Erkenntnis. Ja, ja? Es war wirklich ein geistiger Guss, der seinesgleichen sucht. Ja, das Pokémon ist mit 2i. Ja, nur um mal zu sagen, was es noch mit Pi gibt. Ja, dass es dann halt Pi war, ja, das war mir damals auch schon klar. Was bauen wir denn jetzt hier oben rein? Oder? Ich weiß noch nicht. Ich weiß es nicht. Wir können ja so ein Dings hier so immer hier so rinzotteln. Das sieht zwar total kacke aus. Aber sieht total kacke aus. Das sieht total kacke aus. Ja, es gibt Pipi, es gibt Pixie und ich glaube, die Vorstufe hieß Pi. Mit 2i. Dieses ganz kleine, niedliche, was so eine Locke da oben hat. Eine Locke? Es sieht aus wie ein Ei und hat eine Locke oben. Ein Löckchen. Nein, Peter, ich habe nicht das Pi verwechselt. Aber so. Für mich hat das halt vorher einfach keinen tieferen Sinn gehabt. Ich habe diese Formel nicht erkannt. Darum ging's. Dieses Pi mal Daumen. Du wolltest übrigens noch den Tisch einmal hier eins nach vorne bauen, weil da hinten in der Ecke muss irgendwas hin. Ja. Ich frage mich gerade, Moment. Irgendwas. Ja, aber Cobblestone sieht doch kacke aus. Cobblestone ist ja nicht Flexstone. Ah, meine Maus ist gerade ausgegangen. Ey, heute ist ein richtig guter Tag hier. Ja, weil die nie angestöpselt ist. Na doch, die ist eigentlich oft genug angestöpselt. Die ist nie angestöpselt. So viel zu einer Funkmaus. Das ist sehr praktisch, wenn die ausgeht nebenher. So. Mich schon gewundert, warum ich nur noch laufen kann und mich selbst nicht mehr bewegen kann. Genau, Pi, Pipi und Pixie. Wusste ich's doch. Ich hau uns jetzt erstmal hier so ein bisschen Fenster drin, ne? Ja. Ja, Aska, ich hatte vorher auch keine Funkmaus und ich habe auch noch eine zweite. Vor allem, das ist ja nicht mal eine reine Funkmaus, das ist ja eine Maus, die du normal über ganz normales USB-Kabel direkt an die Tastatur anschließen kannst. Jo. Ist ja ein Aufwand so von ungefähr 10 Sekunden, die anzustöpseln und bewegen ungefähr, naja, sagen wir mal so 20 Zentimeter. Dass man quasi einfach nur an der Tastatur nach oben fasst, ins USB-Dingsbums reinstopft und fertig. Nick, ist das jetzt Sarkasmus? Daraufhin stoße ich mit meiner eigenen Flasche an. Das ist super. Das ist sehr schön. Boah, wir haben ja gestern noch Minecraft so ein bisschen gedaddelt quasi. Und ich habe schon die ganze Zeit immer das Bedürfnis, die ganzen Tasten so wie Minecraft zu drücken. So mit rechter Maustaste und so. Und überhaupt, hast du nicht gesehen. Das funktioniert hier aber nicht. Das geht hier nicht. Das geht alles nicht. Das geht nicht. Das ist totale Rotze. Anni funzelt schon wieder rum. Ja, ich bin wieder mal vollkommen beeindruckt hier, wie hell das immer ist. Flutscheinwerfer. Jo. So, kurz. Ich höre die Eule. Also Nick nimmt, Nick hat nämlich auch so einen Geistesblitz jetzt gerade gehabt. Ja, das ist super. Siehst du, wie... Pi mal Daumen. Das ist die Erkenntnis, die mich damals wirklich hart traf. Weil man einfach vieles nur nachplappert oder übernimmt, ja? Genauso wie mit Redewendungen. Man übernimmt sie einfach. Man denkt gar nicht jedes Mal drüber nach, was man da eigentlich so von sich lässt. Ja, da sollte man öfter mal drüber nachdenken. Das ist manchmal ist es echt so, aha. Ja, da kommt dieser Aha-Effekt. Und manchmal hat man den halt auch bei den leichtesten Dingen. Das ist ja voll geil. Überhaupt, den hast du nicht gesehen. Und naja, ihr wisst Bescheid, ne? Ja. Das macht nichts, Peter, dass Nick jünger ist. Das macht gar nichts. Man ist ja immer nur so alt, wie man sich fühlt. Und vielleicht ist auch gerade der Grund, weil Anni mir einfach schon älter ist und schon alles vergisst. Ja, das ohne Scherz, das sowieso. Ich vergesse wirklich viel und mit vielen Sachen braucht man überhaupt nicht kommen. Da kann man mir 30 Mal sagen, dass man das, also mir das und das schon so oft erzählt hat. Möglich oder auch nicht möglich. Ja, eine ordentliche Flutlichtanlage brauchen wir noch. Das ist in der Tat richtig. Ich weiß gar nicht, ob wir schon genug Lämpchen haben. Haben wir in der Geimerkiste mal Remi glotzt? Da haben wir ein paar drin. Warte mal kurz. 12. 12 Lämpchen, aber nicht genug Batterien. Wie viele brauchen wir denn? Na, pro Lampe eine. Ah, okay. Wo sind überhaupt unsere Batterien? Hier sind gar keine drin. Ich weiß nicht. Ich habe schon lange keine mehr gesehen. Hä? Wo sind denn unsere Batterien? Wir hatten noch...
Ich guck mal hier kurz. Was ist hier los? Wie viele hatten wir denn? Du hast eine einzige. Was ist hier los? Hier sind die... Nee, Scrap Plastics. Hundefutter. Also ich war auch der Meinung, dass wir einige hatten. Oh, die liegen noch in der Stadt rum, ne? Hier ist das Headlight. Aber wir haben doch... Wir haben doch aus der Stadt, haben wir doch alles mitgebracht, oder nicht? Nee, alles ist noch lange nicht hier. Da war noch ein bisschen was. So. Ich weiß nicht, wo die direkt sind. Small Engine. Hm. Wo ist denn überhaupt die Batterie? Na, die liegt ja da in der Ramschkiste drin. Aber nicht in der MacGyver-Kiste, oder? Nee, nee, da ist nichts drin. Da ist nicht mal überhaupt einer drin. Das wundert mich ein bisschen. Also wir hatten auf jeden Fall schon mehr als eine Batterie. Alter. Aber hier ist gar keine... Nee, ist die falsche Ramschkiste. Joa. Hat jemand unsere Batterie gesehen? Also unsere anderen, nicht die eine. Alle anderen. Ich höre was. Warte mal. Hier randaliert schon wieder irgendwer rum. Also nicht Anni, aber... Ja, aber ich öfter. Ja, das hat man ja sogar schon öfter mal, Lars. Also, aber ja, es ist lange her. Das ist schon eine Weile her, das stimmt allerdings. Die guten alten Lieder. Alten Klassiker. Wie ist das denn alles hier gerade eigentlich bei den jüngeren Zuschauern? Hört ihr eigentlich auch noch so Sachen, die deutlich vor eurer Zeit waren? Oder hört ihr auch noch so, also so 70er, 80er? Oder geht es da wirklich erst in den 90ern und 2000ern los? Das würde mich auch mal interessieren.